Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video ist anders als die meisten anderen in Deutsch, das mein allererstes Reaction-Video ist. Und ein Reaction-Video auf ein deutsches Video. Und da denke ich mir, da macht es nicht viel Sinn, das in Englisch zu machen. Wo fange ich an? Vor mehr als 2 Jahren habe ich über meine Söhne den YouTuber Oscar kennengelernt, den ich mittlerweile für einen der besten deutschen Nachwuchs-YouTuber halte, wenn nicht sogar für den besten. Und vor ein paar Monaten hat er angefangen, seinen Vater mit in seine Videos zu nehmen. Als Vater finde ich das natürlich total klasse. Ich feiere das total, wie die beiden miteinander umgehen und wie selbstverständlich auch der Vater die Social-Media-Aktivitäten von Oscar unterstützt. Und er hat dann auch relativ rasch angefangen, selber tätig zu werden auf Instagram und dann auf Instagram TV. Und darum geht es auch. Letzte Woche war in Köln Gamescom und die waren beide auch auf der Gamescom. Und nach der Gamescom hat der Vater von Oscar ein Video hochgeladen, was ich gesehen habe und dann nochmal gesehen habe und mir dann gedacht habe, da musst du drauf reagieren. Die erste Frage kam natürlich relativ häufig hier von justtiger.de oder justtigerde. Wurdest du gezwungen, dahin zu gehen? Oder auch age.08 fragt, wieso bist du dort? Ja, gezwungen wurde ich eigentlich nicht, nein. Ich bin nicht ganz freiwillig hingegangen, sondern mit dem Oscar mitgegangen, der dort am Nerf-Stand einen Auftritt hatte. Und deswegen waren wir eigentlich auf der Gamescom. Ich finde das einfach total klasse, wie selbstverständlich die beiden so auf der miteinander umgehen. War ja echt total. Schauen wir mal weiter. Schon sehr wundert es, wenn es ein Spiel gibt, was World War 3 heißt, wo dann langbeinige Blondinen am Stand stehen. Eigentlich versuchen alle nur, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Wieso muss man da Spaß dran haben, den zu spielen? Das könnt ihr mir gerne mal erklären, wenn ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare. Das würde ich auch sehr gerne tun. Das ist nicht der Grund, warum ich das Reaction-Video gemacht habe. Heute, 2 Tage nach den Vorwänden von Jacksonville Landing, ist auch vielleicht nicht unbedingt der Punkt, um über Kriegsspiele zu reden. Aber warum es durchaus sehr sinnvoll sein kann, World War 3 am Computer zu begehen und nicht in echt, das würde ich gerne einmal diskutieren. Im Rahmen einer Collab, im Rahmen einer Fireside-Chats, was auch immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Finalen, also zu dem Finale des Videos und damit auch zu dem Grund für meine Reaction. Ich finde das mit dem Spielen okay. Ich denke mir nur immer, wenn alle Menschen dieselbe Energie und Liebe und den Fleiß, sich Skills zu erwerben, die sie in die Spiele reinstecken, da reinstecken, sich selber das eigene Leben und die echte Welt positiv zu verändern, dann hätten alle was davon. Insofern belasst es nicht beim Spielen, sondern interessiert euch genauso intensiv auch für euer eigenes Leben und das echte Leben und eure Mitmenschen. Dann ist eigentlich alles gut. Wie schade. Da ging es dann hin, das eigentlich sehr schöne und sehr unterhaltsame Video. Und der klassische Bildungsbürger kommt heraus und doziert, dass die digitale Welt ja nicht die echte sei. Und da, lieber Herr Dieser-Dad, muss ich Ihnen einfach ganz klar widersprechen. Wir sind erst am Anfang der Digitalisierung. Aber die beiden Welten, die physikalische und die virtuelle, sind seit langem miteinander verschränkt. Und die Erfahrungen, die ich in der einen oder anderen Welt sammle, die sind ziemlich gleichwertig. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Wer sich heute mit der digitalen Welt, sei es in der Form von Gaming oder in der Form von Social Media, auseinandersetzt, legt den Grundstein für seine Arbeit in der Zukunft. Viele Dinge, die wir heute nur aus der digitalen Welt kennen, die wir nur aus dem Game kennen, zum Beispiel, bin in eine Quest, gehe in ein Haus, dann weiß die Welt um mich herum, dass ich auf der Suche nach Loot bin und zeigt mir die Schatzkiste. Das sind Dinge, die wir kurz oder lang auch in der physikalischen Welt haben werden. Ich gehe aus dem Haus Richtung Garage, habe den Autoschlüssel in der Hand und die Welt um mich herum wird wissen, dass ich Auto fahren will, öffnet die Tür und lässt das Auto schon mal an. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Zukunft mit Auto haben, aber nur als Beispiel.
Und es gibt wirklich im Moment keine bessere Vorbereitung auf die Zukunft und auch keine bessere Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, als sich intensiv mit der Digitalisierung und der digitalen Welt auseinanderzusetzen. Und warum nicht spielerisch in-game? Also, lasst euch nichts einreden. Die Erfahrungen, die ich in der virtuellen Welt sammle, sind genauso real und genauso wichtig wie die Erfahrungen in der physikalischen Welt. Und es macht ganz sicher viel mehr Spaß, mit Freunden eine Runde Fortnite zu spielen, als im Gemeindekreis eine Runde Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist auch so und das ist auch in Ordnung. Die Gamescom gehört für mich zweifelsohne zu den wichtigsten Veranstaltungen des Jahres in Deutschland. Es ist eine Zukunftswerkstatt, ähnlich wie South by Southwest in den Staaten. Hier kann ich erleben, hautnah, wie sich unsere Gesellschaft und wie sich unsere Zukunft entwickeln wird. Ich bin damit auch recht glücklich, wenn ich sehe, wie friedvoll innerhalb der Gaming-Community miteinander umgegangen wird, dann ist das ganz klar ein Modell auch für die Gesamtgesellschaft und lässt mich sehr froh in die Zukunft schauen. Genug der Schwere, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch verstehen, warum ich auf das Video von dieser Lad reagieren musste. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ein Kommentar ist mehr als willkommen. Und wenn ihr mögt, lasst doch auch ein Abo da. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.